Wir erschaffen Zeug! Nachtbärhaus 2! Oh! Kurzer Freeze! Jawohl, und dann sind wir auch da bei Nightmarehouse 2 mit mir, Lunetschki. Jawohl, lange gewünscht, Ewigkeiten versprochen und jetzt endlich ist es soweit. Es gab da eigentlich nur ein paar Komplikationen, kann ich euch aber gleich während des Spielens erklären. Wir starten mal ein neues Spiel. Kann sein, dass es jetzt ein bisschen hakt, deswegen überspringe ich die Ladesequenz einfach mal und wir sehen uns dann gleich im Spiel selbst wieder. Bis gleich. Hen Mazolski präsentiert. Nachtmarehaus 2 wird starten, wenn der Prolog fertig ist. Singleplayer-Modifikation für Half-Life 2 Episode 2. Jawohl. Es gab da ein paar Komplikationen, und zwar das Spiel selbst ist ja gar nicht mehr kompatibel, weil irgendwas geändert wurde in den ganzen Valve-Dateien letztes Jahr, 2013, so irgendwann so im Winter hin, keine Ahnung. Deswegen sind sehr, sehr viele Modifikationen, ach du Scheiße, ist das dunkel, inkompatibel geworden. Es gibt aber eine Möglichkeit, wie ihr das Ganze zum Laufen bekommt. Die werde ich dann mal in einem kleinen Extra-Video euch erläutern. Aber jetzt während des Spielens wollen wir uns doch erstmal die Atmosphäre genauer ansehen. Alter, es ist verdammt düster. Man sieht wirklich kaum was. Das ist heftig. Immerhin, hier ist ein Haus. Wahrscheinlich das Nightmare-Haus. Das zweite seiner Art. Kann man eigentlich auch speichern während des Spielens? Guck mal, ich kann sogar speichern. Hoho! Dann speichere ich doch mal direkt. Ihr kennt mich doch. Half-Life 2 ist gespeichert, jawohl. Mod für Episode 2, aber mit roten Bluttexturen. Wundert mich ehrlich gesagt. Ich komme nicht rein, aha. Ach ja, stimmt, der Half-Life 2, da kann man ja mit Sachen um sich schmeißen. Das ist ja cool. Ich schmeiß einfach mal mit allem rum, was hier geht. Ich glaube, hier geht's nicht weiter. Gehen wir halt mal durch den Keller. Nicht? Dann gehen wir halt außen lang. Lass mich durch. Unsichtbarer Mann, genau. Ein unsichtbarer Mann. Ich kann mich hinhocken. Ich kann auch wieder aufstehen, irgendwie, oder? Achso, okay. Vielleicht muss ich doch hier rein in den Schuppen. Jetzt geht's auf einmal auf. Was wird das denn? Schmeiß einfach mit Brettern nach mir. Gibt's hier eigentlich Gegner, auf die man schießen kann? Verdammt, es ist so ultra dunkel. Ich hab ne Axt. Kann ich damit zuhauen? Geil, jetzt habe ich sogar eine HP-Anzeige. 88. Immer diese Nazi-Spiele. Ah! Okay, das war ich nicht. Das war auch so nicht gewollt. Gehen wir halt mal raus und schlagen die Tür auf. Wird zwar wahrscheinlich nicht klappen. Ich denke mal, wir müssen wahrscheinlich wirklich durch den Teller. Teller vor allem. Ja, wir essen jetzt. Nam nam nam. Okay, ist eine Metalltür. Ist da irgendwas drin? Voll unrealistisch. Fenster geht nicht einzuschlagen. Ey, hallo. Warte, warte. Weg mit dir einmal. Kann ich den Tisch zerhauen? Die Bänke? Ah, die Bänke kann ich wenigstens zerhauen. Boah, ich kann Sachen kaputt machen. Auf sowas stehe ich in Spielen total. So. Gehen wir mal hier rechts lang. Okay, hier geht's nicht weiter. Hm, unsichtbare Mauern in Spielen sind extrem sexy. Ich denke mal wahrscheinlich einfach durch den Keller schlawenzeln und die Tür aufmachen. Hui! Oh! Okay, das ist... Ich habe eine Taschenlampe! Uah! Lass mich doch mal! Uah! Ich bleib jetzt hier in der Ecke. Man sieht aber ohne Taschenlampe auch gar nichts. Ich denke mal, ich werde hier vielleicht auch hoffentlich ein paar Batterien finden. Im Keller irgendwo? Nicht! Oder halt nicht, du Assi! Alter! Fliege! Wo kommen diese Kackfliegen im Sommer immer her? Die nerven mich jedes Mal! Stinke ich so hart? Oh! Oh! Oh, ich glaube, da sollte ich... Ich glaube, das ist nicht gut. Suchen wir mal nach einem Elektroschaltkreisteil. Hier nicht. Unter den Kartons? Nee. Irgendwo hier muss das ein Elektro-Ding sein. Ein Elektrolyt. Kann ich... Guck mal, schau. Ach, natürlich. Ich könnte doch einfach einen Karton nehmen und rüberstellen und dann rüberhüppen. Oder so. So, nehmen wir noch einen Karton. Einfach aufeinander stapeln. Kann mir... Okay. Keine gute Idee. Kann ich irgendwas dazwischen schmeißen? Flammable. I like flammable. Ich glaube, das ist nicht gut. Wie komme ich denn da vorbei? Irgendwas kaputt machen. Manno. Kann ich einfach so direkt hier gegenhauen? Keine Ahnung. Strom geht kaputt. Oder durchrennen, wenn es gerade nicht britzelt. Moment. 3, 2, 1. Los. Ja, funzt. Ideal. Okay, Taschenlampe lädt sich von alleine wieder auf. Das ist super. Also die Atmosphäre ist schon mal doch sehr gelungen. Ich habe ein Medipack. Wie nutze ich denn das?
Wie nutze ich denn die Medipacks? Hab ich HP verloren? Scheiß drauf. Okay. Dann geht's hoch. Boah! Oder auch nicht. Mann, dieses Spiel. Ich nehme jetzt mal die Axt. Ich hab mir die Pistole auf. Für bösartigere Zwischenfälle. Hallo, geh kaputt. Du bist doch in der ersten Mal noch Holzkiste. Geh kaputt. Hm, egal. Ich speichere. Gibt's irgendwo eigentlich auch Snell-Hegel? Safe? Moment, Quick Save. Moment, ich guck mal eben. Okay, ja, geht. Hab's umgestellt auf F5. Super, dann kann ich immer schön F5'en. Und das ist perfekt. Sowas brauche ich bei solchen Spielen auch. Hä, wie komme ich denn? Ach so, vielleicht ist das... natürlich. Einmal hier rüberstellen, bitte. So. Damit wir danach rüberhüppen können. Hops. Hopsassa und hopsassa und trollala. Sprinten kann ich auch noch. Boah, ich habe so viele Möglichkeiten. Wofür waren das jetzt? Hallo? Ey, lass mich doch nicht verarschen, Alter. Ich will jetzt die Tür auftreten. Lass mal rennen. Ich hab bezahlt für den Scheiß. Hier geht's aber. Das Ding ist jetzt kaputt machen. Nein, natürlich nicht. Hä? Noch mehr Kisten? Ein Stockwerk höher vielleicht? Nee. Vielleicht muss ich die rüber stapeln. Und versuchen wir jetzt irgendwie, wenn ich da durchlaufe. Schwupp! Okay, es funzt. Es funzt, es funzt, es funzt. Dann stapeln wir hier mal ein paar Kisten, um wieder hochzukommen, glaube ich. Hoffentlich. Das bringt nichts, oder? Das ist totaler Quatsch. Bin ich zu dusselig wieder, um jetzt irgendwas festzustellen? 3, 2, 1, tralala, und durch ist er. Hab ich irgendwas übersehen? Hier liegt ein Tode! Ja moin, hast du den Rückgrat gebrochen, Bruder! Das muss doch nicht sein. Ich muss irgendwas übersehen haben. Ach, Moment. Nee, ich wollte gerade sagen, durch die Lüftungsschächte. Aber das bringt's ja nicht wirklich. Man muss doch irgendwie da... Aha. Momentchen. Die Wand sieht mir verdächtig aus. Ja, danke schön, Kiste. Dass du so, dass du ernst meinst. Dankeschön. Ich hoffe doch mal auf ein bisschen Kooperation. Jawoll. Alter Schwede. Dem geht's, glaube ich, nicht gut, oder? Nicht so ganz. Er sieht zumindest nicht mehr so frisch aus. Warum sind die zerrissene Menschen? Was soll das? Alter, ich bin jetzt nicht hier rein, um über irgendwas zu reden. Ich will hier weiterkommen. Wah! Du Arschbacke! Stirb! 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 Alter! Ich reiß einfach mal ein Stück raus hier. Kann nicht wahr sein, dass du hier... Ich hab doch schon auf dich eingeprügelt eben! Jetzt geht die Tür auf! Was ein Skript! Alter, wie viel Munition habe ich? 18 Schuss. Ich heb mir noch ein bisschen was auf. Alter, krass. Die Schwierigkeitsgrad haut gut rein. Ah, Medipack, wunderbar. Ich glaube, ich renne jetzt mit der Knatterpeng rum. Gott sei Dank kann man aus der Hüfte schießen. Ich stehe auf Hüftschießen. In die Hüfte schießen! Oh Gott. Okay. Nein, ich will diesen Stuhl nicht. Kann man da rein? Nein, kann man nicht. Schön. Was war das denn? Alter! Ist doch jetzt... Hier liegt so viel Müll rum! Weg mit dem ganzen Scheiß! Was ist das? Ich kann es nicht genau erkennen. Ein Körper oder sowas. Okay, okay, okay. Okay, F5. Okay. Okay. Fängt schon mal genial an. Ich hab keinen Bock. Lass mich in Ruhe. Mickey Mouse. Alter, ist okay jetzt. Ihr habt mich. Taschenlampe, lad auf. Schneller. Okay. Alter Schwede, was ein krankes Spiel. Nein. Du nicht! Ah! Nein, 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 nein! Ich will nicht mehr spielen! Okay. Okay. Ich hab da auf sowas keinen Bock!
Kann man nicht einfach nur ein Jumpscare-Spiel haben? Ohne. Okay. Der hält aber ganz schön was aus, du, meine Fräulein. Ich steck mal wieder auf die Axt um. Du musst faxen. Okay. Puh, 5. Sorry, ich muss. Bei solchen Spielen, das ist sonst nicht gut für mein Gemüt. Munition, sehr schön. Genug Munition kannst du nicht geben. Dankeschön. 5. Ah! Lass das bitte bleiben. Bitte, 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 bitte. Alter, was ist das für ein Sound? Nein! Okay. Du kannst dich mal am Arsch lecken! Oh! Nein! Auf den Trick falle ich nicht nochmal rein, mein Fräulein. Das dachtest du dir wohl so, was? Das dachtest du dir wohl so. Aber Klein Luna wäre nicht Klein Luna, wenn er nicht trotzdem darüber springen könnte. 3, 2, 1, Moment, ich muss einmal gerade einen Weg finden. Und alle hopp! Okay. Taschenlampe lässt nach, oder? Nein, Taschenlampe lässt nicht nach. Es flackert einfach nur ekelhaft. Okay. Langsam, langsam, langsam vorwärts wursten. Hallo? Ich möchte gern. Durchkrabbeln, genau. Was? Muss das sein? Gruselige Geräusche sind gruselig. Nein! Penis! Okay. Hier geht's weiter, oder? Ach du Scheiße. Ja. Genau, weil man das auch so klar erkennen konnte. Ladedaten. Jetzt bin ich hier schon wieder. Na, immerhin habe ich meine Munition und meine HPs an. Na gut, die HP sind jetzt irgendwie nicht gerade die geilsten. Muss ich ehrlich gesagt gestehen, hatte ich schon bessere Werte. Aber ich muss da direkt irgendwie. Weil komischerweise auch dieses. Das ist doch Quatsch. Wie soll es denn jetzt hier weiterkommen? Kann ich hier nach unten durchkrabbeln? Ist hier irgendwas im Weg? Taschenlampe aus an. Aha, über das Holzbrett da wahrscheinlich. Und jetzt? Rüber. Geil, genau. Ladedaten! Mach ruhig! Mach ruhig! Mach ruhig! Mein Gott! Das ist doch nicht die Möglichkeit. Dankeschön. Alter! Da sitzt irgendwas. Elfriede in der Ecke, ey! Elfriede, ist alles klar bei dir? Elfriede? Elfriede, bleib! Ja, tu dir doch nichts! Ich bin noch ein Freund! Ich nehme deine Puppe mit. Ah! Ah! Nein, 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 nein. Alter, wie viel hält das? Wisst ihr aus? So, Kopfschuss, 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 Kopfschuss. Okay, man muss ein paar mehr Kopftreffer machen. Haha, das bei meinem Skill. Das wird doch nie was. Das wird doch nie etwas. Scheiße. Elfriede hat sich erhangen. Elfriede, warum? Ich habe einen Revolver. Boah. Aber ich nehme einfach die normale Knatterping. Okay. Solange es. Elfriede hat sich doch nicht an. Das war nur ein Teil meiner Fantasie. Fantasie, Fanta du, Fanta S. Er sie es. Ah! Mann, oh! Warum muss denn das Spiel so gruselig sein? Aufladen, nachladen. F5. Okay. Yeah, yeah, yeah. Immer seid ihr schon langsam. Ich versuche jetzt mit der Axt. Du kriegst ein Schweinchen. Du bist so langsam. Du bist so süß. Ich renne erstmal mit der Axt rum und sammle ein bisschen Muni für später. Falls irgendwas Fettes kommt. So wie deine Muni zum Beispiel. Genau deine. Ich T-Bag dich jetzt. Kann man die kaputt machen? Nee, okay, schade. Aber den hier kann man einschlagen. Boah. Was bist du denn für ein Wolfgo? Neufbert, der Fünfte! Okay, geil. Aber sehr sexy auf jeden Fall. Gib mir meine Munition, damit sie auseinanderbricht. Je eher sie geht. Ich wusste, dass der lebt, aber ich habe mich trotzdem erschreckt. Das kann doch wohl nicht wahr sein, Mensch. Immer diese Scheiße hier. Nur ein Medipack. Munition. Noch mehr Munition. Ich glaube, gleich wird's richtig räudlern hier.
Hallo? Wo soll ich denn hin? Durchs Fenster? Ich hau den Tisch kaputt. Fah! So. Noch mehr Munition. Taschenlampe geht aus, genau. Ach, die Tür gegenüber ist aufgegangen. Das ist ja schön. Ich glaube, ich werde gleich ganz, ganz viel, furchtbar viel Munition benötigen. Ich habe Shotgun. Oh, guckt euch das mal an, wie zugeladen man hier ist. Okay. Taschenlampe aus, an, F5 und los geht's. Okay. Was war das? Oh, was ist es denn? Knochbert, der fürchterliche. Knochbert, stirb. Ich konnte mich verteidigen, nur mit deiner Axt. Immerhin, so spare ich Muni, aber ich werde jetzt doch mal wieder auf die Knatterping wechseln. Die normale zumindest. Okay. Okay, 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 okay. Senior Quicksave. Geht alles. Mit genug Quicksave. Na gut, den kann ich ja mit der Axt bearbeiten. Der kann ja nichts. Ja, komm, hau zu. Ich steh drauf. Aue, du hast mich getroffen. So. Na warte, okay, das gibt doch noch eine schöne Kugel ins Kopf. So, du Penner. Ich bleib erstmal doch lieber bei der Peng Peng. Ist sicherer. Und fürs Erste das Beste. Aber hier brauche ich doch die Axt. Zeug, Zeug, Zeug. Gib mir Zeug. Ja. Du hast doch irgendwo. Du musst doch irgendwo noch was liegen. Flammable. Nee, ich mag kein Flammable. Nicht hier zumindest. Boah, es war diese blöde Schaufel. Ich dachte schon, da kommt irgendwas wieder. Eckbert der Fünfte oder so. Na, Eckbert! Ich wusste es! Ah, fuck, fuck, fuck! Oh, die treffen mich dauernd. Scheiß auf Axt, ey. Ich muss wirklich lernen mit der. Oh, jetzt zuckt. Warum zuckt mein Rücken? Vor Anspannung, vor Schreck, vor. Fürchterlichem Scheiß. Ich habe einen Schlüssel aufgenommen. Für auch immer. Okay. Pistol, Pistol, Pistol. Pistol, Pasta, Pistol, Pasta, Pistol, Pasta, Pistol, Pasta. Da, ach, der Schlalüsel. Ich höre doch da was. Ich bewerf dich mit Stiefeln. Alter. Bockwurst, Junge. So, haben wir euch. Oh, gebt mir deinen Schlüssel fürs Herz. Boop. Nachladen. Nachladen. Habe ich doch schon. Ich hab doch nachgeladen. Er hat die Animation nicht durchgeführt. Schade. Schade, schade, schade. So. Oh Gott, ich habe vergessen, den Timer zu stellen. Ha! Von lauter Aufregung habe ich vergessen, den Timer zu stellen. Ich komme gleich wieder.